Ich bin Ina, ich bin Fotografin und hauptsächlich bin ich mit Bands, mit Musikern unterwegs. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren und es ist so viel passiert. Ich weiß noch am Anfang die ersten großen Festivals, wo ich so ganz aufgeregt Backstage rumgelaufen bin, wie Alice im Wunderland und ich hoffe, dass es noch viele, viele weitere Jahre gibt, in denen ich das machen kann, weil das einfach alles für mich ist. Ich glaube, das war 2011, habe ich im LKA in Stuttgart gespielt und Ina einfach war akkreditiert und hat Bilder gemacht und am Ende habe ich dann von irgendeiner Ina Kasknopf, eigentlich Bohnensack genannt, Bilder bekommen und war so geflasht, dass ich gedacht habe, so, wow, wer ist denn diese Frau? Und da habe ich dann mal nachgefragt und war seitdem sehr Fan ihrer Arbeit. So the first time Ina photographed us, I think it was like 6, 7 years ago. It was one of the first times we were ever in Germany. And it was great to meet her. She was very friendly, fun-loving, and her work was really good. Ina, I love all your work. I love your work. You make me feel like a real man, like the man I am. Ina, it was great that you invited me to Cologne to walk through the city, have a culture together, make great photos. I felt very welcome. All I can say is, Ina, you're fantastic. I love the job you did. Für mich ist es wichtig, dass ich nicht auffalle, dass ich mich zurückziehe und dass die Leute nach Möglichkeit gar nicht mitbekommen, dass sie fotografiert werden. Wir haben das natürlich alles sehr vertieft und sind in den letzten Jahren halt auch öfters mal zusammen auf Tour gegangen, was natürlich immer auf engstem Raum so ein bisschen ist wie Leben in einem U-Boot. Das heißt, es muss die Chemie stimmen, es muss irgendwie, man ist sehr privat, man muss sich trotzdem wohlfühlen, ohne dass man das Gefühl hat, man wird beobachtet oder fotografiert. Und Ina hat eine sehr zurücknehmende, angenehme Art und Weise, dich dabei zu begleiten und eigentlich nicht auffallend in Erscheinung zu treten. Am Ende hast du einfach Bombenbilder von dir, von der Tour, von allem. The thing we like about Ina is that she is a bit of a ninja, so we don't get to, like, there'd be photos of stuff and I wouldn't even know she was there. So she's very, very good at being very discreet and it's amazing because you can get those real, real feel shots without being, contrite or acting, which is really cool. I mean, the guys get a bit bored or they get a little bit sort of shy sometimes, so it also helps when the photographer is like a ninja. Mein Lieblingsmoment und gleichzeitig auch der Moment, bei dem ich immer noch eine meterdicke Gänsehaut bekomme, ist der Moment, wenn es im Saal dunkel wird, wenn die Musik ausgeht, wenn die Fans unruhig werden und wissen, dass es jetzt gleich losgeht und die Band auf die Bühne rennt und der erste Ton erklingt und alle völlig ausrasten. Das ist, ja, das ist mitunter das, wofür ich das mache. Ja, man merkt dann auch immer, umso öfter man eine Band begleitet oder fotografiert, desto besser werden natürlich auch die Bilder, weil man ja immer vertrauter miteinander wird, weil man die Leute besser kennenlernt, weil die Leute mich besser kennenlernen. Und ja, wenn man so eine Band über Jahre begleitet, dann ist das, und man vergleicht die Fotos vom Anfang und vom Ende, dann sind das Welten, die dazwischen liegen. Und das macht es ja auch so spannend. Wir haben es öfteren schon mal versucht, ob wir es irgendwie bunt machen oder in Farbe. Aber ich muss sagen, also ein Tipp von mir, liebe Ina, mit mir immer nur schwarz-weiß. Wenn ich mit einer Band unterwegs bin, dann bin ich mindestens immer genauso aufgeregt wie die, kurz vor der Show. Das ist so, ich stehe irgendwie gedanklich immer mit auf der Bühne und hoffe, dass es ein tolles Konzert wird, dass alles gut geht. Favorite shot is there's a photo of me screaming backstage and Dirk is just laughing at me. I think it was after a Three Doors Down gig and we were super pumped up and we were super excited and she just captured that moment so well and it always makes me smile when I see that photo. Lieblingsbild. Du, also wir haben seitdem sehr, sehr viele Bilder gemacht. Das wäre jetzt
es wäre sehr schwer, da eins rauszukriegen, aber es hat auf jeden Fall das ein oder andere Bild, ist zum Beispiel auch schon mal auf das Cover einer Live-DVD gepackt und ist auch schon sehr viel davon in der Presse verwendet worden. Ich liebe meinen Job und ich kann mir für mich auch absolut nichts Besseres vorstellen. Working with Ina, we'll probably always work with Ina in the future. She's a great photographer and become a good friend of the band. She's even come out to South Africa, so it's really cool. We'll definitely work with her again and we look forward to seeing what great pictures and adventures we'll be on next. Ina ist natürlich eine Person, die, sag ich mal so, im Grunde, die kommt, die geht, du weißt gar nicht, dass sie da war, dann ist sie wieder weg und dann irgendwann denkst du, wo ist denn Ina? Also die Art und Weise, wie sie auftritt, wie sie arbeitet, ist halt sehr, sehr schön und gibt mir immer ein gutes Gefühl. Und egal, wer bei uns im Bus oder von der Band irgendwie dabei ist, fühlt sich nicht beobachtet oder angemacht oder irgendwas. Also, why? Because you're good at party, you know? We walked through Cologne in June, your city. You showed me around, was just like old friends hanging around. You like the same sound that I do. You're rock and roll, babe. I always will work with you again. Wish you good luck. See you on tour. Bye-bye.